Ich bin Martin Haselbauer, Einsatzleiter von Feuerwehr und Rettungsdienst in Bonn. Wir sind hier vor dem Brückenforum, einer Versammlungsstätte hier in Bonn, in direkter Nachbarschaft zur Kennedy-Brücke. Dort ist im Gebäude ein Gefahrstoff ausgetreten. Nach den jetzigen Kenntnissen gehen wir davon aus, und alle Hinweise deuten darauf hin, dass es sich um Buttersäure handelt, die dort verschüttet wurde. Wann sind Sie alarmiert worden? Um den Mittagszeitraum kam ein erster Alarm für einen Erkundungseinsatz unserer Facheinheit für den Umweltschutz, die dann allerdings gegen 12:30 Uhr eine Alarmstufenerhöhung durchgeführt haben, sodass wir aufgrund der vorgefundenen Situation einen richtig großen Umwelteinsatz, ABC-Einsatz, aus dem Ereignis machen mussten. Wie kann man sich den Einsatz hier gerade vorstellen? Wir haben in dem Versammlungsraum mehrere Behälter mit zum Teil verschütteter Buttersäure vorgefunden. Und das hieß für uns, wir mussten mit spezieller Schutzkleidung und mit Atemschutz eben diese Behälter sichern, bergen und die ausgelaufenen Chemikalien aufnehmen mit speziellen Bindemitteln. Wie viele Einsatzkräfte sind hier vor Ort? Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn waren mit insgesamt etwa 60 Einsatzkräften hier vor Ort, um auch den logistischen Aufwand stemmen zu können, denn wir müssen natürlich schauen, dass wir den Gefahrstoff, wenn wir damit in Berührung gekommen sind, nicht weiter irgendwohin verschleppen, sondern ordnungsgemäß sichern und im Nachgang uns auch wieder sauber machen, sicherstellen, dass wir selber nichts aus dem Gebäude heraustragen, die sogenannte Dekontamination. Wie lange gehen Sie ungefähr davon aus, dass der Einsatz noch? Wir haben jetzt gut 2,5 Stunden nach der Alarmierung für uns einen Stand erreicht, dass die Gefahrstoffe gesichert sind, sodass wir jetzt langsam mit den abschließenden Erkundungen und dem Aufräumen anfangen können. Zwischenzeitlich wurden auch 3 Polizisten durch den Rettungsdienst gesichtet. Einsatzkräfte der Polizei waren mit als erstes hier am Einsatzort und haben quasi die Situation festgestellt und auch die Verstärkung durch die Feuerwehr angefordert. Und zur Sicherstellung, dass dort keine Gesundheitsgefahr ausgeht, haben die Kollegen des Rettungsdienstes hier vor Ort vorsorglich untersucht. Aber nicht verletzt. Als Ergebnis ist rausgekommen, dass keine akute Verletzung vorliegt und so, dass kein Transport in ein Krankenhaus erforderlich war. Gab es denn sonst Verletzte? Verletzte gab es glücklicherweise keine. Das Gebäude war auch schon bei unserem Eintreffen durch die Betreiber und die anwesenden Personen geräumt. Können Sie was dazu sagen? Dass das Objekt jetzt übergeben ist, das Objekt weiter genutzt war oder nicht? Der Zwischenfall fand in einem öffentlichen Bereich, in einem sogenannten Versammlungsraum statt, wo auch Veranstaltungen stattfinden wollen. Und da wir den Raum nicht reinigen können, wir können nur eine Gefahr grob beseitigen, aber die Flüssigkeit ist in Ritzen, in Lücken im Boden gelaufen. Das muss eine Fachfirma begutachten und reinigen. Deswegen gehen wir aus Sicht der Feuerwehr nicht davon aus, dass jetzt in kurzer Zeit Veranstaltungen stattfinden können. Und zum anderen hat die Polizei für die Ermittlung der Umstände auch das Objekt beschlagnahmt. Mein Name ist Jürgen Harder, ich bin der Betreiber des Brückenforums. Das ist ein großer Saal hier in Bonn-Woll mit ca. 1000 Zuschauerkapazität. Wir hatten heute einen Buttersäureanschlag. Im Saal wurde Buttersäure versprüht auf verschiedenen im Parkett halt verteilt. Ja, wir mussten jetzt heute die Veranstaltung absagen, morgen die Veranstaltung absagen und hoffen, dass wir Montag, Dienstag mit der Reinigung so weit sind, dass wir am Mittwoch hier weitermachen können. Wir können ein bisschen erklären, wie kommt die Buttersäure dahin? Die sagt ja jetzt gerade es muss jemand bewusst vorsätzlich kleinere Fläschchen ausgedrückt haben und die haben dann halt ihre Wirkung gezeigt. Das stinkt halt bestialisch. Ich dachte jetzt gerade, die Polizei ist ja auch im Einsatz und wir hoffen, dass wir die nicht kriegen. Ja, natürlich. Die Polizei ist im Einsatz, die Spurensicherung ist im Einsatz, die sichert Fingerabdrücke etc. Ich hoffe sehr, dass sie denjenigen finden, der das verursacht hat. Ich könnte jetzt noch mal kurz erklären, das hätte jetzt so heute im Boxkampf eigentlich. Ja, heute wäre eine Fight Night gewesen, zum 4. Mal schon bei uns. Immer unproblematisch, auch der Veranstalter weiß sich keinen Rat und weiß nicht, woher das stammen könnte. Wir wissen es auch nicht. Die Tür hinten war offen, also wir haben aber dort die Kämpfer empfangen zum Wiegen etc. Ich kann es mir nicht erklären. Die Reporterin des Generalanzeigers musste zwischenzeitlich von der Polizei aus dem Gefahrenbereich gerufen werden, da sie einfach an der Absperrung vorbei hineinging. Anschließend kam sie zu mir und fragte mich, ob ich noch wüsste, dass sie nicht auf meinen Bildern zu sehen sein wollte, worauf ich antwortete: Dann laufe ich durch die Einsatzstelle. Anschließend nuschelte sie noch irgendetwas Unverständliches. Hatten Sie jetzt noch die Wachen besetzt für Paralleleinsätze? Da der Gefahrstoffeinsatz wie jeder Einsatz sehr lange und aufwendig ist, haben wir für die Dauer des Einsatzes die leergezogenen Feuerwachen entsprechend besetzt.